Bitte, ich sag doch, Sie müssen mich gehen lassen! Oh, kein Problem. 4 gegen 1. Das geht wirklich fix. Möglicherweise nicht ganz so fix. Mein Nachrichtenteam, Gott sei Dank. Es gab noch keinen Tag und wird auch keinen geben, an dem wir nicht Ron Burgundy beschützen. Gar kein Problem. Wenn ich mit denen fertig bin, wische ich mir die Reste von den Schuhsohlen. Ach ja, Jack Lime? Wenn ich mit dir fertig bin, dann holt mich meine Mama ab und bringt mich heim. Moment! Es ist sehr bedauerlich, dass Sie nicht krankenversichert sind, weil der BBC-Auslandsservice gleich Ihre amerikanischen Ärsche windelweich prügeln wird. Gott schütze die Königin und vernichte Ron Burgundy. Oh, nicht doch jetzt! Rückzug, Rückzug! Wenn ihr euch alle rumprügelt, wollen Wesley Jackson und das MTV-Nachrichtenteam dabei sein. Was ist denn MTV? Schätze, das ist eine Geschlechtskrankheit. Das meistgewünschte Video heute ist von einer neuen Band. Sie heißt Burgundys offene Wunde. Was wäre ein Kampf ohne Jill Jensen? Und Wendy Tanpeel von Entertainment News. Entertainment News ist ein abscheulicher Irrweg. Was trägt man heute so? Na sowas, das eigene Blut. Welcher Promi hat heute Geburtstag? Keiner. Welcher Promi hat heute Todestag? Ihr kleinen Schwanzlutscher alle. Hey! Heute gibt's keine Prügelei ohne Scott Riles und sein umwerfend höfliches kanadisches Nachrichtenteam. Ja! Was ist mit den französischsprachigen Quebec News? Die wahre Stimme Kanadas. Jetzt hör schon auf, hä? Mach mal halblang. Da kann's unmöglich Nachrichten geben. In Kanada passiert doch nichts. Wir wischen mit euch den Boden auf. Wir machen euch platt. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir werden euch die Augen ausstechen und die Schädel eintreten. Entschuldigung. Ich mag euer Ginger Ale. Jeff Bullington, ESPN, nur Sport. Das wichtigste Spiel heute, das mache ich, wenn ich dich feinsäuberlich auseinandernehme. Heilige Scheiße, sind das viele Nachrichtensender. Das ist wahr, der Markt ist allmählich gesättigt. Hey, der History Channel will auch mitmachen. Wir bringen auch Nachrichten, nur eben solche, die viel später erzählt werden. Moment mal, ist das da der Geist des unbekannten Soldaten neben Ihnen? Ja, das ist er. Und der Minotaurus ist auch dabei. Kommt mir komisch vor. Der Minotaurus ist doch nichts Geschichtliches. Der ist mythologisch. Okay, alle mal herhören! Für all diejenigen, die hier auf diesem Schlachtfeld stehen, es gibt von jetzt an kein Zurück. Es werden einige draufgehen. Ach, macht mich das an. Einige werden verunstaltet. In manchen Fällen werden auch dauerhafte Freundschaften geschlossen. Und wie immer gilt, Finger weg von Gesichtern und Frisuren. Kommen Sie, sehen wir vielleicht aus wie Anfänger? Entschuldigung. Wenn Eltrussia, die Jungfrau aus den Wolken, die Kriegstrompete ertönen lässt, soll der Kampf beginnen. Ich bin Eltrussia. Hört meinen Schlachtruf. Eltrussia, na die muss ja. Das heißt, ihr könnt anfangen. Rick, was ist das da? Das ist eine Waffe aus der Zukunft. Unfair, er hat eine Waffe aus der Zukunft. Wo hast du die denn her? Im Namen des Königs und der Königin und des heiligen Georg. Haben Sie wohl nicht kommen sehen. 20 Grad nach rechts. Ah!
Panther-Kräfte aktivieren. Von Margaret Thatcher. Nein! Verurteile ich sie zum Tode! Bitte nicht! Mein Bartor von Ron Burgundy! Gary! Ja, Ron? Wir beide konnten nie zueinander finden. Aber mit der Kraft meiner Gedanken konnte ich vorhersehen, dass du zur Besinnung kommen würdest. Geh jetzt! Ich wusste es! Geh zum Vorspiel deines Sohnes! Ich wusste, dass sie solche Kräfte haben! Und mach daraus den schönsten Tag deines Lebens! Alpha Bravo, Raketenabwurf auf meinen Befehl. 309914, vernichtet diese Idioten! Wiederhole, vernichtet sie! Schaffen! Yeah! Hey, Ronnie! Jacqueline, bitte, ich will doch nur zum Vorspiel meines Sohnes! Nein! Das kommt nicht in Frage! Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Schäumt die Piste, ich komme mit heißen Reifen! Old MacDonald hat eine Farm. Und dann tauchen vier Typen auf Motorrädern auf. Wes Mantooth und das Channel 9 Nachrichtenteam. Hey, was wollt ihr denn hier? Das ist nichts für die Regionalnachrichten. Dir ist ein blöder Fehler unterlaufen. Du hast dich mit einem aus San Diego angelegt. Naja, das spricht man eigentlich San Diego aus. Hör zu, Ron und ich sind uns vielleicht nicht immer einig. Aber uns schweißt zusammen, dass wir aus der tollsten Stadt auf dieser Welt kommen. Wow, ist das nicht süß? Aber wir sind dreimal so viel wie ihr. Tja, die Sache ist die. Während ich hier quatsche, hat mein Nachrichtenteam die Benzintanks geleert. Seht mal nach unten. Verflucht. Wenn ich die Kippe fallen lasse, macht jeder einzelne von euch Puff. Tja, eins hast du vergessen, Ledermann. Wenn du die Kippe fallen lässt, gehst du auch drauf. Bei all den Dingen, die ich in meinem Leben getan habe, weiß ich, dass ich mal in der Hölle schmoren werde. Also kann ich auch gern hier auf der Erde schon etwas vorheizen. Ach du meine Güte! Größeren Macho-Scheiß habe ich ja noch nie gehört. Alles klar. Anscheinend ist der Kampf gelaufen. Gehen wir, Freunde. Ja, wir haben gewonnen. Das feiern wir. Wunderkerzen. Nein. Brick, nein. Nein! Thank you.